Hallo, Wassermann, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommenden Monat, für den Monat September, für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Wassermann. Wow, Wassermann, was für eine Karte hier. Starke Energie, Wassermann. Hintere Deck, siebende Münzen. Siebende Münzen ist eine Karte, die mit Zeit verbunden ist. Ja, das sind Münzen, Geld. Zeit ist ja Geld, ja. Wir reden hier über Zeit. Das ist eine Karte, die ja vielleicht mit ein bisschen enttäuscht zu tun hat, Enttäuschung, weil man irgendwie hier, man wartet. Diese Karte ist so ein Gefühl von, ich warte auf diese Ergebnisse. Die Ergebnisse kommen ja nicht. Es dauert halt, bis diese Ergebnisse kommen. Ja, tatsächlich. Also diese Karte spricht darüber, dass man wirklich sehr lang jetzt gewartet hat, bis bestimmte Ergebnisse gekommen sind. Und ja, wir reden über Geld hier. Bei dir, Wassermann, es gibt hier eine Situation, die mit deinen Finanzen zu tun hat, dass du vielleicht jetzt sehr lang wartest, dass du Geld bekommst, dass du auf Geld bekommst, oder hat das mit einer Kommunikation zu tun? Ich warte jetzt sehr lang auf eine Kommunikation. Oder ich warte, ja, also. Denn zweite Stäbe, du siehst ja, da sieht man eine Person, die von einer Situation auch rausgehen möchte. Ich möchte eigentlich von dieser Situation rausgehen. Ich möchte hier schon etwas machen, eine Entscheidung treffen. Eine Person, die wirklich sehr stark am Nachdenken ist. Ja, über eine bestimmte Situation. Ich denke sehr viel nach. Ich möchte hier was machen, aber ich bin erstmal am Nachdenken. Ja, das ist eine interessante Energie, gerade. Wassermann. Die Karte des Stern, deine Energie zeigt sich auch. Wassermann, auch wie du. Sternzeichen Wassermann. Die Karte der Teufel, Sternzeichen Steinbock, sieht man auch hier bei dir. Wassermann, ja. Ja, die Energie zeigt sich langsam hier bei dir, sehr sogar. Und Stier auch, Sternzeichen Stier, Steinbock, Jungfrau, sehr stark bei dir. Aber die Energie ist langsam, weil es kann mit Arbeit zu tun haben. Das ist der Grund, warum die Energie langsam ist bei dir, weil wir hier über die Arbeit reden. Oder eine familiäre Situation. Ja, Familie und Arbeit für mich sind Münzen. Dann reden wir über Münzen. Wir reden über tatsächlich Erdelement bei Familie oder beim Arbeit. Und deswegen, das spüre ich auch hier, dass wir hier so eine Situation haben. Ja. Schau mal jetzt, du hast in der Mitte vierte Stäbe. Und vierte Stäbe, du siehst, da sind Menschen am Tanzen. Die sind,
Ja, die haben Freude, die sind glücklich. Diese Menschen, die wir da sind, die wir da sehen, sind Menschen, die glücklich sind. Ja. Es gibt hier einen Grund zum Feiern. Also, was einmal, wenn ich dir ehrlich bin, das ist das Gefühl hier auch. Weil als Energie hast du auch siebende Münzen. Und siebende Münzen, du siehst eine Person, die jetzt sehr lang gewartet hat. Ja, ich habe sehr lang jetzt gewartet auf eine bestimmte Situation, auf Ergebnisse. Aber diese Ergebnisse kommen, egal worüber wir jetzt hier so genau reden, weil entweder warten wir auf Geld oder sonst auf eine andere Situation, Person, Kommunikation oder wie auch immer. Aber in der Mitte als Thema, es gibt einen Grund zum Feiern. Wir reden über ja, vierte Stäbe, eine wichtige Karte. Die Karte, die sich hier blockiert, ist das fünfte Kelchen. Ja. Diese Karte spricht über Loslassen. Klar. Was muss ich loslassen? Interessant. Weil genau diese Frage stellt sich hier auch in dieser Karte. Was ist das, was ich loslassen muss? Ja. Was muss ich loslassen, damit diese Energie nicht so langsam ist? Klar. Weil in manchen Fällen die Energie zeigt sich langsam, weil ich natürlich auch langsam bin. Und dann zeigt sich die Energie auch langsam, weil ich keine Veränderungen durchführe. Und das ist der Grund, warum die Energie langsam ist. Ja? So eine Situation könnte man hier sehen. Denn als Blockade kommt bei dir fünfte Kelchen. Fünfte Kelchen spricht über einen Loslassen. Ja, was muss ich loslassen, damit es mir auch besser geht? Augenblick, ja. Wassermann, bei dir ist die Vergangenheit extrem da zu sehen, ja. Also ich spüre hier, die Vergangenheit ist extrem da zu sehen bei dir, ja. Tatsächlich. Ja. Sternzeichen Jungfrau, sehr stark sogar bei dir. Jungfrau, Fische, Skorpion, Steinbock, Wassermann wie du. Skorpion, habe ich gesagt, ja. Neun der Stäbe, fünfte Stäbe, Entschuldigung, fünfte Stäbe. Neunte Stäbe. Die Karte der Waage, Sternzeichen Krebs, Löwe. Und die Karte fünfte Stäbe spricht über mehrere Beteiligten hier. Oder Konkurrenzen. Ja, mehrere Konkurrenzen, Beteiligten. Augenblick bitte. Die Karte die Welt zeigt sich auch auf das. Ich sehe bei dir eine geografische Distanz zu einer Person. Wassermann. Das sehe ich hier. Sehr, sehr stark sogar. Eine geografische Distanz mit einer Person. Wow, Gefährte. Was ich hier habe. Nummer 333 zeigt sich, ja? Die Nummer 333. Frei. Ja. Die Karte frei ist hier und hier steht nämlich auch, hier steht diese Frage auch. Was muss ich loslassen? Was muss ich loslassen? Ja. Schau bitte jetzt, Wassermann, in der Mitte hast du vier Stäbe plus die Karte der Eremit, Sternzeichen Jungfrau, haben wir gesagt, sehr stark bei dir.
Eine Person beobachtet hier, diese Energie, dass eine Person beobachtet, ist sehr stark zu spüren. Eine Person, die beobachtet. Und hier sind Tabletten. Eine Person nimmt Medikament. Also der Eremit kann auch darüber reden, über die Gesundheit. Dass eine Person Medikamente nehmen muss. Eine Person hat hier mit der Gesundheit zu tun. Tatsächlich, weil hier sieht man auch die Gesundheit. Fokussiere dich auf auf göttlich perfekte Gesundheit. Ja, also hier diese Karte spricht über die Gesundheit und ich sehe hier mit der Eremit und diese Karte hier mit diesen Tabletten sehe ich auch die Gesundheit. Ja, dass eine Person erstmals hier eine Heilung hat, ja. Das ist der Grund, warum sieben der Münzen, warum die Energie langsam ist, weil eine Person hier am Heilen ist oder war, ja. Zwei der Stäbe und die sieben der Münzen, eine Person, die am Heilen ist. In der Blockade ist diesen fünfte Kelchen plus vier der Stäbe. Du hast vier der Stäbe in der, als Thema zweimal. Die gleiche Karte zweimal in der Mitte. Vier der Stäbe, die Nummer 11, 11. Wir haben hier eine wichtige Seelenverbindung. Ja. Vier der Stäbe, fünfte Kelchen. Das tut natürlich weh, wenn ich eine wichtige Person loslassen muss. Und dann hier steht die Karte. Diese Person ist alles, was du willst, sogar mehr. Sei geduldig. Also Wassermann, ich spüre hier, dass man halt traurig ist, eine Traurigkeit wegen einer Person. Eine Traurigkeit sieht man hier wegen einer Person. Und die Energie sagt dir aber, sei geduldig in dieser Situation, sei geduldig. Ja? Sei geduldig. Weil es könnte auch mit der Gesundheit zu tun haben hier, gerade bei dir, Wassermann, dass eine Person hier gesundheitlich nicht gut geht oder heilen muss. In deiner Unbewusstheit ist ein König der Stäbe. Feuerelement, Sternzeichen Schütze, Löwe, Sternzeichen Widder, mit acht Kerlchen. Hier sehe ich eine Reise. Eine Person, die eine Reise machen möchte, das ist auch eine Person, die, ja. Und vier der Schwerter. Vier der Schwerter, eine Person ist hier sehr stark am Nachdenken. Die Gedanken sind hier. Eine Person denkt, eine Reise hier zu machen. Ich sehe bei dir eine geografische Distanz, Wassermann, zu einer Person. Sieht man sehr stark bei dir. Hier oben hast du der Gehängte. Nochmals rede ich bei dir über die Gedanken einer Person, die sehr stark am Nachdenken ist, eine Erleuchtung bekommt. Sehr viel Klarheit auch bekommt, aber diese Karte hat auch mit einer Blockade zu tun. Ja, es gibt hier einen Stillstand, eine Blockade, einen Stillstand. Neun der Münzen. Ich spüre hier eine sehr positive Energie. Neun der Münzen und der Gehängte ist eine spirituelle Energie. Eine Person mit einem Zyklus hinter sich, eine Person, die ledig, frei ist. Und die Karte Langeweile. Langeweile. Ja, Langeweile, weil hier gar keine Kommunikation gibt. Hier gibt es keine Kommunikation, es gibt sogar eine Blockade und viel Zeit. Also deswegen ist Langeweile, also irgendwie, die Energie zeigt sich so ein bisschen wie langweilig, weil man sehr lang wartet. Man wartet schon sehr lang hier. Ja? In deiner Vergangenheit hast du Ass der Kelchen und heute hat Sternzeichen Skorpion diese Karte als Energie für den Monat September. Es ist nur interessant gerade. Ja, Sternzeichen Skorpion hat diese als Energie. Für dich kommt in deine Vergangenheit Ass der Kelchen plus eine Königin der Stäbe, Feuerelement nochmals. Du siehst, der König ist auf dem Tisch, die Königin der Stäbe auch. Schütze, Löwe, Sternzeichen wieder. Eine Person zeigt sich hier, ich schau mal die Kombination, Wassermann. Ich könnte hier für dich gerade eine neue Person sehen.
Egal ob Frau oder Mann, weil du hast auch gesehen, du hast gesehen, dass ich habe die Königin und der König der Stäbe auf dem Tisch. Ich sehe hier eine neue Person. Eine Person zeigt sich hier treu. Ich sehe Hunde hier, Haustiere. Vielleicht die Person hat einen Hund. Jemand hat hier einen Hund. Oder sonst reden wir hier, dass eine Person hier sehr treu ist. Ich bin treu. Ich bin es zeigt sich eine sehr hübsche Person, eine Person, die in dieser Selbstliebe ist, treu ist, frei ist. Diese Kombination hier, Wassermann, ist eine sehr positive Kombination für die Beschreibung von einer Person. Wenn ich eine Person hier beschreiben sollte, ist eine sehr, sehr positive Energie. Ja? Denn nochmals, diese Person, das ist eine sehr hübsche Person, wie gesagt. Eine attraktive Person, eine spirituelle Energie, eine Person, die schon einen Zyklus hinter sich hat, allein sein kann, eine Person, die sich treu zeigt. Also das ist eine Energie, eine starke Energie zeigt sich hier für dich. Ja. Und ich denke, wir reden über eine neue Person, Wassermann hier. Irgendwie zeigt sich hier eine neue Person und diese Beschreibung, die ich hier habe, ist auch diese Beschreibung hier. Also der Gehängte und neunte Münzen. Ich spüre eine Person mit sehr viel Stabilität hier, sehr spirituell, aber nochmals eine Person, die ja einen klaren Kopf hat. Das sieht man schon hier. Die Energie zeigt sich da. Ja. Schau mal jetzt, Wassermann, in deine Zukunft hast du hier sechste Kerlchen. Sechste Kerlchen, sprichst du über eine Vergangenheit, eine Person der Vergangenheit, Ritter der Stäbe. Ritter der Stäbe und eine Person möchte hier, schau mal, ich habe hier diese Karte von mir, du siehst, hier sind drei Gläser, das könnte drei der Kerlchen sein. Eine Person, die du kennst, diese Person kennst du, diese Person möchte dich sehen und mit dir dich sehen. Diese Person möchte mit dir was trinken, Spaß haben, dich sehen. Diese Person vermisst dich sehr. Es gibt eine bestimmte Energie hier, Wassermann, die dich sehr, sehr vermisst, an dich sehr stark denkt. Ja, die Legung kann sich für die Crosswatchers spiegeln, problemlos. Ich sehe diese Energie hier. Nostalgie. Ich spüre hier Nostalgie. Ich vermisse dich. Ich denke an dich. Ich denke an die Zeit, an das, was wir gemacht haben. Ich sehe hier eine Reise oder einen Besuch. Eine Person möchte dich besuchen. Wassermann, für eine Gruppe kann das hier so ein Kind sein. In dem Fall, dass du sagst, meine Kinder haben mit mir eine geografische Distanz. Und mein Kind besucht mich. Ja, weil diese Karte hier hat mit Kindern zu tun. Das sind Kinder, das sind Geschwister, das ist die Familie oder sonst ein guter Freund. Tatsächlich, das könnte auch ein guter Freund sein. Ja, ein guter Freund. Und diese Person möchte dich besuchen, denn diese Person denkt sehr viel an dich, vermisst dich, möchte gerne mit dir Spaß haben, einfach ausgehen, Spaß haben und mit dir was unternehmen. Das ist das Gefühl hier. Klar, wer ist diese Person jetzt wirklich? Weil ich sehe eine Person, die du kennst. Feuerelement zeigt sich, aber Wasser auch. Du hast gesehen, Sternzeichen Fische. Aber Feuer, wie gesagt, ja, Sternzeichen Löwe, Schütze, Sternzeichen Widder, tatsächlich. Jungfrau, sehr stark bei dir. Steinbock, Skorpion. Wasserelement sowieso, haben wir ja gesagt. Ja, ich vermisse dich, ich möchte dich sehen. Wassermann, könnte ich gerade jetzt hier das Gefühl haben, dass das für eine Gruppe, sage ich jetzt mal, nur wenn du dich angesprochen fühlst, dass das hier mehr so eine Freundschaft plus sein könnte? Wenn ich dir ehrlich bin, ja. Wenn ich dir ehrlich bin, ja. Warum sage ich dir das? Weil ich sehe hier nämlich auch, in deine Gefühle hast du 3D-Stäbe und ich habe dir gesagt, die Nummer 333 zeigt sich bei dir.
diese Königin der Kelchen, nochmals eine Königin, nochmals eine Königin. Du hast die Königin der Stäbe und die Königin der Kelchen. Außer wir reden über die gleiche Person. Und dann diese Karte hier. Diese Karte für mich ist wie die Karte die Liebenden. Und dann drei der Stäbe und die Königin der Kelchen. Ich spüre hier schon eine neue Person oder eine Person, aber ich könnte hier über eine dritte Person reden. Wenn das hier keine Dreierbeziehung ist, ist das eine dritte Person irgendwie oder die Energie überzeugt mich nicht zu sehr Wahnsinn. Ne? Also das heißt ja aber auch, also die Energie überzeugt mich nicht unbedingt zu sehr. Und klar, jetzt musst du dich erstmal angesprochen fühlen oder du musst hier irgendwie in Resonanz kommen, aber ich sage dir, was ich hier sehe. Außer wir reden für eine Gruppe, dass das ein Kind ist. Das Kind möchte dich besuchen, weil das Kind hier vermisst dich oder ist einfach ein Freund. Ich möchte mit dir Spaß haben, ja? Zum Beispiel. Hier sehe ich schon eine neue Person mit As de Kelchen und diesen Hund, As de Kelchen. Ich sehe hier eine neue Person. Oder sogar die Selbstliebe, nämlich auch. Aber eine neue Person könnte man hier sehen. Aber dann sehe ich hier wieder eine andere Person. Wassermann. Ja? Schau mal bitte jetzt hier diese Kombination, was du von außen anziehst jetzt, der Eremit. Nochmals Jungfrau. Jungfrau ist sehr stark bei dir. Plus einen Puppe der Münzen. Ja, man beobachtet hier. Eine Person beobachtet. Wassermann, das habe ich dir vorher gesagt. Also das Gefühl hier bei dir, dass man beobachtet, ist sehr stark. Du hast zweimal die Karte der Eremit und der Puppe der Münzen. Du siehst, man beobachtet hier. Ja, aber warte mal kurz. Hier ist auch der Denker, ne? Es gibt eine Person, die beobachtet. Es gibt eine Person, die sehr stark am Nachdenken ist. In manchen Fällen über eine Reise. Die Reise ist nämlich auch da. Die Reise habe ich dir auch gesagt, ja. Aber begleitet mit jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss steht hier. Jetzt ist Schluss steht hier. In manchen Fällen, Wassermann, jetzt ist Schluss, dass du mir immer wieder nur ein bisschen gibst. Weil der Puppe der Münzen kann dir in manchen Fällen nur ein bisschen geben. Warum kann dir der Puppe der Münzen nur ein bisschen geben? Weil diese Puppe in einer Beziehung ist. Ich sehe hier viele Menschen. Schau mal bitte jetzt hier. Dann hast du hier noch. Diese neunte Stäbe, schau, hier, neunte Stäbe ist eine Person, die auch diese geografische Distanz zeigt. Ja, also die Energie ist irgendwie kompliziert, weil hier zeigt sich eine geografische Distanz. Du hast die Nummer 9 mit der Eremit auch oft hast. Die Nummer 9, 9, 9 und 9. Die Nummer 9, 9, 9, 9 zeigt sich oft das bei dir. Wir reden hier schon über so eine Situation von einem Zyklus. Ich sehe eine Person, die auch sehr lang allein ist. Wassermann. Also diese Energie zeigt sich. Eine alte Seele zeigt sich bei dir. Oft das sogar. Der Eremit zeigt sich zweimal. Ich sehe schon hier eine Person, die jetzt sehr lang allein ist. Und das ist diese neunte Münzen und der Gehängte. Ich sehe hier eine spirituelle Energie bei dir. Wassermann. Ja. Weil du mit so einer Person zu tun hast oder weil diese Energie für dich spricht. Dass du wirklich eine sehr spirituelle Energie bist, also eine Person, die schon sehr lang allein ist und in diesem spirituellen Weg ist und einen klaren Kopf hat und in einem Zyklus ist. Und du hast hier mit einer Person, die dir ein bisschen gibt, du wirst das nicht mehr in deinem Leben. Neunte Stäbe mit Ritter der Kelchen und so ein Baby. Haben wir hier mit Altersunterschied zu tun, einer Person, die viel jünger ist als du. Und diese Person zeigt sich sehr unreif. Diese Person ist hier, kommt und immer wieder so ab und zu mal. Und ja, und das ist der Grund, warum die Energie sagt, jetzt ist Schluss.
weil diese karmische Situation, die ich hier habe, mich nicht zufrieden stellt. Ich bin nicht zufrieden hier. Ja? Ich bin mir viel mehr wert als das. Ja? Das ist, was diesen siebenten Münzen auch sagt. Diesen siebenten Münzen sagt, wenn ich einen anderen Ergebnis bekommen möchte, muss ich natürlich alles anders machen als bis jetzt. Das ist eine Person, die sich in diese Wertschätzung kommt. Ja? Also so ungefähr, bin ich mir diese Sache wert, tatsächlich, dass ich in dieser Situation bin? Bin ich mir wert, die Sache? Muss ich ständig warten auf irgendeine Situation von einer Person, die mir sagt, hier hast du ein bisschen? Jemand bekommt hier Licht und Klarheit, Wassermann, und das bist du. Ich rede ja für dich, ne? Und in manchen Fällen nochmals. Schau mal, für dich als Ergebnis hast du zwei der Kelchen. Zwei der Kelchen als Ergebnis. Die Karte der Tod, Sternzeichen Skorpion, zeigt sich. Und drei Herzens. Ich sehe hier eine Entscheidung. Wow, qué fuerte. Du hast eine starke Energie bei dir, Wassermann. Drei Herzens, die Karte der Tod, zwei der Kelchen. Ich sehe natürlich eine dritte Person. Das ist schon mal sicher. Das ist sicher hier bei dir. Wenn du sagst, es ist nicht für mich, dann ist das nicht für dich. Aber hier gibt es eine dritte Person, irgendwie eine dritte Person. Irgendwie doch. Klar, jetzt kann ein Sternzeichen Wassermann kommen und sagen, nein, das ist tatsächlich ein Kind für mich. Das ist mein Kind tatsächlich. Und das Kind möchte sich mit mir wieder versöhnen. Möchte sich entschuldigen. Dieses Kind möchte sich entschuldigen, sich mit mir versöhnen, weil er hat mich schon ziemlich enttäuscht, ja, und aber will es wieder gut machen und so weiter, wenn das ein Kind ist. Sonst ist das ein Wunschpartner, aber eine Person mit Altersunterschied hier, wenn das auch nicht der Fall ist, ist sehr Altersunterschied. Altersunterschied sehe ich. Ob das jetzt ein Kind ist oder nicht, Altersunterschied sieht man, ja. Und diese Person, ich denke, dieses On-Off, dieses ich komme jetzt und in drei Wochen oder zwei Monaten nicht mehr. Ich komme dann wieder hier und ich verschwinde für die nächsten sechs Monate. Für sechs Monate wirst du von mir nichts mehr hören. Das ist wie eine Krankheit hier. Ich vermisse dich jede sechs Monate. Also jede sechs Monate bekomme ich Nostalgie. Und wenn ich Nostalgie bekomme, melde ich mich bei dir. Und das ist so mehr oder weniger jede sechs Monate. Und dann komme ich und ich möchte mit dir Spaß haben. Und das ist eine Freundschaft plus für eine Gruppe, ja, sicher. Aber wie gesagt, eine Freundschaft plus, das ist wie, ja, so eine Krankheit. Also das ist, es ergibt sich immer jede sechs Monate. Da ist, wo ich Nostalgie für dich bekomme. Das ist eine Person, die so einfach so eine Sache macht. Aber, Wassermann, ich sehe bei dir eine neue Person. Denn die Nummer zwei der Kelchen deutet ja auf eine Entscheidung, eine Dualität. Ich sehe schon hier eine Person, die du natürlich kennst. Einen Ex, hier ist einen Ex. Einen Ex, den ab und zu mal für dich so eine Nostalgie bekommt. Ja, plötzlich denke ich an dich. Weil ich allein bin und mir ist langweilig. Ja, mir ist gerade langweilig. Ich denke jetzt an dich und jetzt bekomme ich noch Nostalgie für dich. Ja, das ist diese Karte hier. Aber du hast irgendeine neue Person oder du bist verliebt. Wenn du sagst, nein, eigentlich noch nicht, die Legung ist ja für September. Also ich denke, im September zeigt sich eine andere Person, in deiner Energie zeigt sich eine andere Person. Diese Person hat mit dir geografische Distanz. Ich sehe eine geografische Distanz hier mit einer neuen Person. Aber Wassermann, zeigt sich hier eine dritte Person wie nichts, sag ich dir. Also die Nummer 3, ich meine jetzt, wir reden hier über so eine Situation. Ich meine jetzt.
Ich denke, es wird hier eine Entscheidung getroffen, weil ich denke schon, weil du, es gibt hier einen Ex und eine neue Person. Die neue Person zeigt sich, sogar hier in deiner Vergangenheit zeigt sich diese treue Person. Das ist die neue Person hier mit Aztekelchen. Ich spüre hier diese Situation hier. Ja, aber eine Blockade, eine Person blockiert, logisch. Wenn ich weiß, dass ich in irgendeiner Dreierbeziehung bin, habe ich kein Interesse. Logisch, es ist logisch. Eine Person hat hier blockiert und zieht sich zurück. Das ist sogar die Karte der Eremit. Und nochmals, Wassermann, das bist du in manchen Fällen. Die Person, die sagt, mit mir nicht. Ja, mit mir tatsächlich nicht. Ich vermisse dich auch und alles, aber mit mir nicht. Und hier zeigt sich diesen Exemplar im Monat. Im Monat September. Ja. Nochmals die Nummer 3. Sternzeichen Zwilling, Jungfrau. Sternzeichen Jungfrau ist bei dir sehr stark in dieser Legung. Wassermann, sehr stark, Jungfrau. Ja, Sternzeichen Krebs, Zwilling, Jungfrau, Skorpion. Das ist eine Person, wie gesagt, die jetzt kommt und man stellt sich hier auf eine Defensive. Jetzt kommt hier ein Vampir. Der Vampir kommt hier. Diese Person raubt auch viel Energie von dir. Das ist ein Vampir. Das ist so eine Energie, zeigt sich hier. Und ich stelle mich hier, ich setze Grenze. Ich setze klare Grenze hier. Warum sogar? Weil in manchen Fällen nochmals eine Person ist hier in einer Beziehung. Diese Person hat sogar eine geografische Distanz, aber Wassermann, du wirst hier in eine Prüfung gestellt. Ja? Das sage ich dir aber auch. Du wirst hier in eine Prüfung gestellt, weil das ist diese zweite Stäbe, zweite Stäbe, dritte Stäbe. Es kommt hier eine Person, die durch die Gefühle manipulieren wird. Vorsichtig. Also so ungefähr, Wassermann. Ich habe dich nie vergessen. Ich denke täglich an dich. Also du kommst mir nicht aus dem Kopf. Diese Liebe, die ich für dich spüre, das ist nicht von dieser Welt. Ich bin verliebt. Ich liebe dich. Und ich möchte dich sehen, mit dir Spaß haben. Ich meine, ich muss wieder gehen. Ich muss wieder gehen. Du weißt, wie meine Situation aussieht. Ich bin gerade da in so einer Situation, aber du weißt ja, wie es bei mir aussieht. Ich muss wieder gehen, aber ich würde gerne dich sehen, mit dir wieder so ein bisschen Spaß haben wie damals und so weiter. Ja, die Manipulation durch die Gefühle kommt. Ja? Und mit dieser Person hast du eigentlich schon einen Schluss gemacht. Diese Person kommt jetzt und will dich sehen. Ich denke, du bekommst Klarheit bei dir. Ich denke, du bekommst hier Klarheit in deine Entscheidung. Du wirst Klarheit bekommen und du sagst, schau mal, mein Schatz, ich bin nicht mehr interessiert. Ich bin nicht mehr interessiert, tatsächlich nicht. Denn du bist wirklich in einer Beziehung und ich habe auch eine neue Person kennengelernt und ich habe jetzt Klarheit. Ich weiß, was ich will und ich möchte nicht mehr ein bisschen bekommen. Das will ich in meinem Leben nicht mehr. Also ich weiß schon, was ich mir wert bin. Und diesen bisschen, den du mir ab und zu mal so geben kannst, das ist für mich nicht genug. Ja. Ich bin in eine neue Person verliebt. Diese Person, ja, ich bin in diese Person verliebt und jetzt mit diesem bisschen mache ich einen Schluss hier. Ja. Dieses immer wieder so kommen, wann es dir passt. Weil du Lust danach hast und so weiter. Mit mir ist das nicht mehr möglich. Ich spüre hier diese Situation. Siebente Stäbe. Und du hast siebente Stäbe, siebente Münzen. Die Nummer 777 zeigt sich momentan in fast allen Sternzeichen. 777. Ja. Ich spüre hier das Gefühl von, ich bin nicht glücklich. Ich bin enttäuscht. Ja. Das, was du mir gibst, bin ich mir nicht wert.
Ja, und ich weiß schon, was ich wert bin. Von da aus, das, was du mir anbietest, nehme ich nicht an. Ich will das nicht mehr. Es gab eine Zeit, wo es schön und gut war, wo es gepasst hat, aber es passt jetzt nicht mehr. Ja, es passt nicht mehr. Ich habe Klarheit, ich weiß, was ich will. Und ich bin in einem Moment in meinem Leben, wo ich sage, ich verdiene was anderes. Ich verdiene, ich habe einen Traum, ich habe schon einen Wunsch und ich habe Klarheit und Licht. Ja, und das ist das Gefühl hier. Es kommt hier eine ehrliche Liebe. Eine ehrliche Liebe kommt auf dich zu, Wassermann, und sehr wahrscheinlich dementsprechend auch sehr viel davon, ja. Also ich spüre hier so eine Energie. Der Wagen zeigt sich oft das. Also Sternzeichen Krebs zeigt sich hier auch. Ja? Sternzeichen Krebs, aber wie ich dir gesagt habe, Skorpion, Krebs oder Fische. Also Wasserelement ist bei dir. Ja, also Wasserelement ist da. Ja, egal welches Sternzeichen vom Wasserelement. Aber deine Energie ist deutlich. Wassermann, eigentlich, ich habe hier kein Zweifel in dem, was ich hier sehe. Du wirst im Monat September eine Person nochmals konfrontieren. Ich sage jetzt nur mal konfrontieren, weil wenn ich dir ehrlich bin, ich glaube nicht mal, dass du mit dieser Person was haben wirst. Ich denke nicht. Warum? Weil diese Person nochmals, kennst du von deiner Vergangenheit, diese Person hat dich auch eigentlich erniedrigt. Also wir reden hier über Erniedrigungen, über Enttäuschungen. Ja, die Karte Siebende Münzen spricht auch über Enttäuschungen. Ja, diese Person kommt jetzt mit dieser Manipulation an, ist eine sehr intelligente Person, die sehr gut reden kann und durch die Gefühle auch manipulieren kann. Und wie gesagt, wenn ich dich so anschaue und dir sage, Wassermann, ich habe Gefühle für dich, ich möchte dich sehen, du bist nicht mehr auf mein Herz nicht rausgekommen. Also wenn man es dir so sagt, du wirst schwach. Ja, du wirst schwach. Schwach, sagt man? Also vorsichtig mit dieser Energie, die manipulieren kann. Weil eigentlich möchte nur ein bisschen Spaß mit dir haben. Wirklich nur ein bisschen Spaß. Und diese Person ist in einer Beziehung noch oder ist eine dritte Person da oder wie auch immer. Die Sache ist, ich sehe, dass du Klarheit bekommst. Das ist die Karte der Wagen. Du bekommst schon Klarheit, um eine Entscheidung zu treffen. Und das ist nicht für diese Person. Es ist nicht möglich. Nicht möglich. Nicht möglich. Nicht möglich, weil die Person sowieso in einer Beziehung ist. Das hat gar keine stabile Basis. Wollen wir eine stabile Basis haben, eine Struktur haben in dem, was wir aufbauen, das ist das nicht hier. Das hat keine stabile Basis. Spüre ich hier Gefühle für die Person? Habe ich Gefühle? Denke ich an diese Person? Vermisse ich diese Person? Ja, alles schön und gut, aber ich meine, arbeite dran. Ne? Also, wenn wir ein bisschen dran arbeiten, geht es auch. Ja, ich bin keine Sklavin von niemand. Ja, dass ich sage, ich kann diese Gefühle nicht kontrollieren. Doch, doch, kannst du. Kannst du. Das kann ich dir bestätigen, das geht. Ja, also von da aus, ich sehe hier eine ganz neue Sache. Ich sehe hier eine neue Person. Ich sehe hier eine neue Person. Ich weiß auch nicht. Also, Wassermann, deine Energie ist nicht kompliziert. Eh? Deine Energie ist nicht kompliziert und zu verstehen. Also, es ist deutlich sogar. Es ist deutlich und ich sage dir, die Blockade ist die Vergangenheit. Die Blockade ist die Vergangenheit und diese Vergangenheit zeigt sich hier noch. Aber du hast schon ein paar Kombinationen hier, Wassermann, die sehr positiv sind. Ja, diese Kombination hier ist positiv. Diese hier oben ist auch positiv. Du hast schon hier eine sehr positive Energie für dich von sehr viel Weisheit. Ich spüre bei dir Weisheit. Ja, von da aus, nee, es kann jetzt kein Exemplar mehr kommen und sagen, wollen wir zusammen ein bisschen Spaß haben? Ich muss morgen wieder nach Hause, wieder zurück. Die warten auf mich, du weißt ja. Meine Kinder, die Verantwortungen und die Frau. Und dann noch die andere, die da noch in der anderen Stadt ist, die muss ich auch natürlich noch mal besuchen. Also, nee, nee, das wird nicht mehr gehen. Nee, nee. Schluss. Schluss mit dem, was es gab. Schluss mit dem, was es gab.
Ich habe so viel Klarheit. Ich habe so viel Licht und Klarheit wie noch nie. Ich leide nicht mehr. Mir geht es super gut. Sehr, sehr gut sogar. Ich bin allein, aber sehr zufrieden mit mir selbst. Ich brauche niemand. Niemand mit so einer Energie. Niemand mit so einer Energie. Mir geht es blendend. Also von da aus, nimm den Weg wieder zurück. Danke fürs Kommen. Ja. Danke schön fürs Kommen. Und ja, ich bin verliebt. Ich bin verliebt. Es gibt hier einen Seelenpartner, Wassermann. Seelenpartner hast du hier mit einer neuen Person. Sagen wir mal jetzt, dass diese Person, die da war, auch ein Seelenpartner ist. Ja, aber du hast hier mit einem Seelenpartner zu tun. Wassermann, fokussiere dich auf göttlich perfekte Gesundheit. Fokussiere dich auf deine Gesundheit, ist wichtig. Und diese Situation ist bereits gelöst. Aber natürlich, du hast hier eine Situation im September, die für dich bereits gelöst ist. Ist bereits gelöst, hier ist nichts mehr zu reden, nicht mehr zu sagen. Also das ist jetzt ein Bye-bye, Darling. Ich mache Urlaub. Steinbock und die Nummer 2. Es gibt hier eine Einigung. Die Nummer 2. Eine Einigung. Ich sehe nichts anderes hier, als das, was ich dir gesagt habe. Ich sehe nichts anderes. Vorsichtig mit Dreierbeziehungen. Der Titel jetzt bei Sternzeichen Schütze, warte mal kurz, ich glaube, das war Schütze. Habe ich auch so geschrieben. Vorsichtig mit Dreierbeziehungen. Ich glaube, das war Schütze. Das willst du sehen, denn Titel ist ja so. Ja? Warte mal kurz. Wassermann. Ja, ja. Schütze. Ich meine jetzt, Schütze, ich weiß, dass du da bist. Sehr wahrscheinlich ist das jetzt nicht für dich. Ja? Du bist selbst hier in so eine Situation reingeraten, aber hier reden wir auch, ich würde hier sagen, vorsichtig mit Dreierbeziehung. Natürlich, das bewirkt nur Karma. Und Karma existiert. Ja? Ja, vorsichtig mit Dreierbeziehungen. Raus da. Ohne interessant. Ohne interessant. Ohne. Null. Null interessant. Das war mal interessant. In einer Zeit war das interessant. Heute Mode ist gegen Dreierbeziehungen. Heute ist Mode. Mode ist heute also eine Person mit einer Person zusammen sein. Also heute ist, das ist Mode. Heute. Dreierbeziehungen ist keine Mode mehr. Also, weg von Dreierbeziehungen. Wassermann, das ist die Energie für September. Und eigentlich, wenn ich dir ehrlich bin, das ist die Energie, die ich hier spüre. Und das ist die Energie, die du im September dich konfrontieren wirst. Mit irgendwie einer bestimmten Person der Vergangenheit. Eigentlich, wo du schon eigentlich einen Schluss gemacht hast. Also hier gab es schon bereits einen Schluss. Aber diese Person zeigt sich in deiner Energie nochmals und das kann ich nicht beeinflussen. Es ist einfach so. Und diese Situation ist hier für dich eine Prüfung. Natürlich, das ist eine Prüfung. Ich denke, du hast Klarheit in der Situation. Und du weißt schon, was du dir wert bist und was du in deinem Leben möchtest. Und nicht vergessen, heute ist das keine Mode mehr. Von wegen, es ist irgendwie, wie sage ich, ja, in so einer Dreierbeziehung zu sein, hat schon was an sich. Nee, das hat nichts an sich. Null interessant. Wassermann, ich danke dir für deine Likes und deine Abos. Dankeschön, ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns bald. Tschüss.